Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Oddworld New and Tasty Episode 4. Mein Name ist Suicide Snowman und das letzte Mal sind wir schon ziemlich viel draufgegangen im letzten Part irgendwie. Ich glaube, das wird jetzt gerade echt nicht besser, weil, guckt euch das nochmal an. Das, ich habe jetzt gerade noch so, da ist eine Mine. Ah, nein! Ja, super Alarm ausgelöst. Können wir ja doch, ja. Gehen die dann auch wieder? Okay, wir springen rüber und bleiben dann stehen. Rechts haben wir auch Dampf zum Verstecken. Und von da oben kommen wir. Kann er sich mal Nein. Ich kann hier sogar richtig entspannen. Zack. Einmal. Schnappen wir uns den da unten noch und dann checken wir mal ab, wie das da unten so aussieht. Das sollte da ja ganz entspannt durchlaufen können, ja? Okay, so sieht's hier also aus. Ja, da sollte man doch schon durchkommen. Jetzt können wir entweder die Mine hier... Oh, ich glaube, ich weiß, wie wir das lösen. Dann stellen wir uns das hier rein. Jetzt haben wir wenigstens einen weniger. Kriegen wir den noch hierher? Den schnappen uns den. Und damit erledigen wir hier die Mine. Denn dann können wir hier ganz entspannt einfach runter, rüber, stehen bleiben. Oh! Okay. Nicht ganz entspannt einfach runter, rüber. Ich kann mich ja ducken, bin ich Vollidiot. Ey, ich bin so ein Vollidiot. Okay, nochmal. Also, wir schnappen uns jetzt als erstes dann von mir aus den hier oben. Der ist ein bisschen unnötig, aber der ist halt mal da. Probieren wir es mal direkt nur mit, dann müssen wir keinen Alarm auslösen. Da drüben ist ja einer. Der schläft. So, jetzt haben wir den. Ach, und die anderen zwei waren anscheinend nur da wegen dem Alarm. Auch nicht schlecht zu wissen. So, jetzt runter. Rüberrollen. Oh. Und hoch. Ja. Da haben wir es auch schon geschafft. Der zweite Anlauf. Hey, also besser als das letzte Mal ist es auf jeden Fall. Was sind wir denn hier? Ja, bestimmt. Ach, da unten haben wir ja wieder so komische Lichter, die uns den Weg weisen und ewig dafür brauchen, uns die Nachrichten zu übermitteln. Aber sie reagieren nicht. Warum reagieren die nicht? Macht der die Naja. Funktioniert aber irgendwie gerade nicht. Mich würde interessieren, warum die nicht reagieren. Muss ich da runter? Ach ja, das ist ja mehr einfacher als gedacht. Wollte ich gerade sagen, bevor ich gestorben bin. Manchmal sollte man einfach... Ja, so ist das heutzutage. Komische Jojo-Minen, die in der Luft durch die Gegend fliegen, machen uns das Leben schwer. Jetzt, ja. Ja, da... Ich will jetzt wissen, was da drüben ist. Da kommen wir doch bestimmt rüber irgendwie. Oh, spring rüber, runter. Hier. Das ist nichts. Aber hier unten muss ja irgendwas sein. Wenn der jetzt zurückkommt, bin ich tot, oder? Nein, er sieht mich nicht. So. Oh. Okay,
Okay, aber so kommen wir tatsächlich darüber irgendwie. Aber ich bin mir nicht sicher, wie ich an dem vorbeikommen soll. Mir ist übrigens aufgefallen, als ich dann so die ein oder andere Aufnahme danach angeschaut habe, dass da so ein komisches Tor war, das offen blieb und ich es nicht gerafft habe. War da irgendwas? Ich habe bestimmt irgendwas Tolles verpasst. Garantiert. Aber während dem Spielen ist mir das einfach wirklich nicht aufgefallen. Kriegen wir den von hier oben? Wahrscheinlich nicht. Spring hoch! Los! Und jetzt! Verdammt, okay. Egal, aber wir sind jetzt mal auf der sicheren Seite. Da unten ist ein Portal auf jeden Fall mal. Aber hier können wir... Sitze ich jetzt hier hinten fest? Reicht es hier? Ja, hier reicht's. Können wir mit dem eigentlich so zielen, wenn wir schießen? Nee. Wir können ja aber die Klippe runterwerfen. Der ist weg, auf jeden Fall. Ja, das Tor bleibt auch offen. Und was sagt das da oben? Rette. Irgendwas. Seelen. Verlorene Seelen. Keine Ahnung, ich konnte es nicht lesen. Ja, ich habe da ein Portal verpeilt. Da war genauso wie hier jetzt auch so ein Portal. Und das habe ich einfach nicht gecheckt, dass das da offen geblieben ist. Aber ich habe jetzt auch... Nein. Was? Opfer 54? Das kann aber nicht sein. Okay, so funktioniert das also nicht. Wo sind wir jetzt hier hingekommen und wie komme ich hier wieder raus? Und wieso sind da jetzt auf einmal 257 Opfer? Ups. Da war eine Mine, die ich nicht gesehen habe. Jetzt bin ich wirklich... verdammt! Warum? Ich hätte jetzt echt gerne gewusst, was ist da hinten? Also ist das Tor verbrannt. Und was tue ich hier überhaupt? Okay, da kriege ich auf jeden Fall immer einen Schock und die drehen alle total durch. Oh Gott, es ist schwierig, sich da durchzuorientieren. Jetzt springen. Oh! Wenn ich springe, dann schießt der da hinten auf. Wie bitte soll das funktionieren? Da kommen sie auch schon wieder. Ich verstehe es nicht. Wenn der sich umdreht und zurückläuft, dann kann ich einen Sprung nach vorne machen. Dann hört er nämlich nur... Okay, passt. Wenn ich die Minen nicht treffe. So, rein. Stehe ich? Ja, ich stehe. Ey, das ist halt schon knapp von den Sprüngen her, aber... verdammt, wir müssen dann schleichen, wenn wir uns dann bewegen und er kommt zurück. Ich habe schon das Gefühl, das können wir schon schaffen. Das werden wir auch schaffen. Wenn wir es nicht schaffen, dann habe ich ein Problem, weil da war ein Checkpoint. Nein! Jetzt habe ich nicht aufgepasst, dass... Man sieht den aber auch tatsächlich kaum. Das ist ja krass. Das ist der Wahnsinn. Mann. Ich verkrafte das gerade echt nicht, dass ich dieses... Jetzt habe ich wieder nicht aufgepasst. Okay, es hat aber gereicht. So, noch ein Stückchen in die Richtung, zurück, warten, und das war, weil er nicht direkt gesprungen ist, sondern noch einen Schritt gegangen ist. Ich schaffe das. Ich weiß, dass ich das schaffe. Na, echt jetzt? Dreckstyp da hinten, ey. Der Slick geht mir mega auf den Geist. Ich habe jetzt keine Lust. Oh, Mann. Jetzt. Jetzt.
Aber da sind drei. Ein bisschen näher ran. Könnte aber auch versuchen, nach oben zu kommen. Ne, das geht, glaube ich, das ist zu hoch. Doch, es geht. Und jetzt bin ich hier oben drüben. Okay, der erkennt mich hier schon. Nein, nein, aber ich glaube, ich habe eine Idee, da ist ein Rohr, da kann ich nach rechts durch und dann... Bam! Dann kommt nämlich dieser komische Blitz, Chance, Mördercon-Griller nicht mehr an mich ran. So. Jetzt, dieses Mal läuft es. Ich habe ein gutes Gefühl. Ich habe echt ein gutes Gefühl. Wir sind zu nah dran. Jetzt müssen wir noch ein Stück näher. Und jetzt warten, bis sie sich beide umdrehen. Eins, zwei, hoch, rechts rüber, ducken, nein! Näher ran, ducken und durchrollen. Jetzt kann mir nämlich keiner mehr was. Und ich kann hier, ja, 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 es funktioniert. Und die ersten drei Minen sind weg. Schnappen wir uns direkt den nächsten Slick. Ich habe da einfach ein Bonuslevel verpeilt. Ah nein, das geht gar nicht. Den können wir erschießen. Kommen die Slicks da unten durch? Das würde mich jetzt auch mal interessieren. Ich gehe jetzt erstmal mit dem hier rüber. Ach verdammt, das war jetzt glaube ich ein Fehler. Das war jetzt glaube ich echt ein Fehler. Dann muss ich nämlich nochmal ran. Okay, das war ein Fehler. Wobei, wenn ich glaube ich hier einfach charge, dann drehen die Slicks durch, das Portal öffnet sich. Und ich kann, und die Mothercons fliehen. Ja. So würde ich das jetzt mal angehen nochmal. Und durch dieses Portal komme ich dann wieder zurück. Okay, nächster Versuch. Also weiter, ducken durch, hoch. Nicht mehr sehen, wo ich bin. Ah ja. Hat gerade so gereicht. Warten. Jetzt. Oh Gott. Kommen wir da irgendwann wieder zurück oder haben wir das Bonuslevel jetzt einfach tatsächlich, ja, verloren? Ich könnte auch zurücklaufen, aber das ist mir halt ehrlich gesagt echt zu viel Stress dadurch. Boah. Nee. Nee, mal gucken, vielleicht laufe ich offscreen zurück. Wenn das Bonuslevel kommt, nehme ich auf. Kurz. Und dann, wenn ich wieder vorne bin, dann kommt in die nächste richtige Episode. Das ist sozusagen Episode 4.1 wäre. Könnt ihr mal in den Kommentaren schreiben, was ihr von der Idee haltet. Aber ja, wäre eine Option. Oder man verzichtet einfach drauf. Geht natürlich auch. Ich glaube, das ist wahrscheinlich auch das Einfachste, wenn ich anders sage, hey, schade, aber ja. Aber ich frage mich, warum hier jetzt... Ach, das ist... Ja, ich glaube, das sind Portale in andere Firmen und da sind es jetzt noch 228 Mitarbeiter, 51 Opfer und 20 Ausbrecher gibt es hier. Vielleicht ist es einfach eine andere Farm von Rupture. Das kann natürlich sein. Mann, das... Nein! Du hast meinen Kollegen hier gekillt. Du blöder Wichser. Ernsthaft? Okay, einer Verlust, damit kann ich noch leben, aber alle drei wären halt wirklich krass gewesen. So, springt ihr mal darüber. Schön. Und wir gehen hier durch das Portal. Und sind jetzt auch schon fast exakt bei...
Jetzt sind wir bei 15 Minuten angekommen, wenn ich richtig geschaut habe und auf den richtigen Moment angefangen habe. Wir sind jetzt hier direkt am Checkpoint. Naja gut, im Spiel an sich sind wir jetzt nur ein Stückchen weitergekommen, aber wir haben das Bonuslevel geschafft. Und ja, wenn euch die Videos gefallen, dann bewertet das Video doch bitte einfach mal. Ihr dürft auch gerne kommentieren, Fragen stellen, Tipps geben. Gerade mit so Sachen wie dem Portal, das ich verpasst habe. Wenn ihr sowas seht, dann schreibt es mir bitte rein. Und ansonsten, schön, dass ihr dabei wart, dass ihr zugeschaut habt. Wir sehen uns dann das nächste Mal bei der Episode 5. Genau, von Oddworld. New and Tasty. Bis dann. Ciao.